Für eine gleichförmige Bewegung soll die Geschwindigkeit berechnet werden. Wie funktioniert das Ganze? Genau das zeige ich dir in diesem Video mit zwei Beispielen. Ja, gleichförmige Bewegung soll die Geschwindigkeit berechnet werden. Wir haben zwei Beispiele. Ein erstes Auto fährt 30 Meter in 4 Sekunden und beim zweiten Beispiel ein zweites Auto fährt 40 Meter in 5 Sekunden. Welche Geschwindigkeit ist das? Einmal in Meter pro Sekunde und einmal in Kilometer pro Stunde. So, wie funktioniert das Ganze? Der erste PKW nennen wir das mal die Geschwindigkeit 1, V1. Also in der Physik wird Geschwindigkeit mit V in Formeln angegeben. Die erste Geschwindigkeit und naja, dann für den zweiten PKW nennen wir das Ganze natürlich dann V2. So, also die Geschwindigkeit V vom ersten PKW ist 30 Meter in 4 Sekunden. 30 Meter durch 4 Sekunden. Geschwindigkeit wird meistens in Meter pro Sekunde oder in Kilometer pro Stunde angegeben. So, jetzt haben wir hier 30 Meter in 4 Sekunden. 30 m durch 4s. Das rechnen wir mal aus. Also 30 durch 4 ist gleich 7,5 Meter pro Sekunde. Also ich nehme einfach die Zahlen 30 durch 4 und erhalte 7,5 und Meter pro Sekunde bleibt stehen. Also haben wir hier eine Geschwindigkeit für den ersten PKW von 7,5 Meter pro Sekunde. Das können wir noch umrechnen auf Kilometer pro Stunde und das machen wir folgendermaßen: 7,5 mal und zwar 3,6. Also ich schreibe es nochmal hier drüben hin, 7,5, das ist die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde und die Zahl müssen wir einfach mal 3,6 rechnen und dann erhalten wir das Ganze in Kilometer pro Stunde. Also das sind 27, also 27 Kilometer pro Stunde. 7,5 nehmen mal 3,6 ergibt die Zahl für Kilometer in pro Stunde. Also 27 Kilometer pro Stunde fährt dieser erste Wagen. Wenn du das hier nicht mit dem Taschenrechner machen darfst, dann schriftliche Multiplikation mit Komma. Zweites Beispiel, zweiter Wagen, also V2. 40 Meter in 5 Sekunden, also 40 m durch 5s. So, 40 durch 5 sollte 8 geben. Ja, sind also 8 Meter pro Sekunde. Das heißt, der zweite Wagen hier fährt 8 Meter pro Sekunde, 40 durch 5. Auch hier können wir wieder auf Kilometer pro Stunde umrechnen. Und zwar, indem wir die 8 nehmen und mal 3,6 rechnen. Auch hier zwei Möglichkeiten. Einmal mit dem Taschenrechner. Ich mache es mal mit dem Taschenrechner. Das sind dann also 28,8 Kilometer pro Stunde. Ich zeige es auch nochmal per schriftlicher Multiplikation. Also 8 mal 3,6 Strich drunter. Dann 8 mal 3 ist 24 und hinten 6 mal 8 ist 48. Ganz wichtig, die 8 muss hier unter der 6 stehen und die beiden 4er stehen übereinander. Strich drunter. Schriftliche Addition, hinten bleibt eine 8. 4 plus 4 davor ist eine 8 und ganz vorne eine 2. Und wir haben eine Stelle hinter dem Komma. Also hier die 6 steht hinter dem Komma, ist eine Stelle hinter dem Komma, also auch im Ergebnis eine Stelle hinter dem Komma. Das sind also unsere 28,8 und zwar in dem Fall jetzt Kilometer pro Stunde. Ja, soweit mal ein einfaches Beispiel oder zwei einfache Beispiele für Geschwindigkeit zu berechnen. Wenn dich das Thema noch mehr interessiert, dann schau mal hier in die Endcard rein. Dort werde ich dir zwei weitere passende Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Physikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.